Soll ich die Trainer jetzt einzeln ansprechen oder soll ich einfach in die Mitte gehen und sie zu einem Doppelkampf herausfordern? Mist, ich hab's schon getan. Dann mal los, mein Pokémon. Ich werde mich auch ins Zeug legen. Ich bin so verpeilt. Auf geht's, mein Pokémon. Ich werde mich nicht weniger ins Zeug legen. Kein Problem. Ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Und by the way, ich war immer noch nicht im Pokémon Center. Warum? Weil ich lost bin. Tom und Bianca. Alles klar. Den Namen hört man tatsächlich nicht allzu oft. Weder in den Pokémon-Spielen noch im echten Leben. Also, wenn man mich jetzt spontan fragen würde, yo, kennst du eine Person namens Bianca? Nee, Mann. Außer ein strahlender Diamant. Lalala, 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 lalala. Buskick, Opachirisu. Ich kann nicht singen, aber ich dachte, ich mach das mal. Hey, pass mal auf, Mann! Init steigt. Schlaues Pokémon. Ich habe mir jetzt auch die Starterstatuen klar gemacht. Für meine zukünftige Geheimbasis. Oh ja, ich freue mich schon darauf. Okay. Der Damage war ziemlich low. Nice, ich hab's KO'd. Im letzten Part hatte ich ja ein wildes Ponyta, glaube ich, bekämpft gehabt. Und das Pokémon hatte die Wasserattacke ausgehalten gehabt. So, dieses Pachirisu ist ziemlich gefährlich, liebe Leute. Ich bin paralysiert. Eine Elektroattacke kann ich noch aushalten. Und ich kann Blubstrahl nur noch einmal einsetzen. Wie wäre es mit Fußtritt? Stimmt, ich sollte mir mal die Attackeninformation anschauen. Hey, pass auf! Okay, gut. Tu Freund setzt Fußtritt ein. Oh. Hätte ich von Anfang an machen sollen. Hätte Fahrradkette. Mist, ey, die Paralyse nervt. Okay, ich sollte Rieke auf jeden Fall rausholen. Ja, ich gehe mal kurz rüber zu Luxio. Bianca ist am Überlegen, sehr gut. Und Macholo wird jetzt Pachirisu KO'n. La la, la la. Di. Boah, der Beat ist so cool, Mann. Di. Bam, Junge. Funkensprung. Schöne Grüße aus dem Untergrund. Yeah. Pachirisu wurde erledigt. Boah, die Umgebung sieht so schön aus. Jetzt muss ich ein wenig an Super Mario Odyssey denken. War das die dritte Welt oder die zweite Welt? Oder sogar die erste? Irgendwo, wo man als Dino unterwegs ist. Na, das Spiel habe ich nicht allzu oft gespielt. Oh nein, wir haben verloren. Oh nein, wir haben verloren. Oh, Bianca, sag doch mal was anderes. Da liegt ein Item. Ach ja, das ist Route 207, ne? Stimmt, im letzten Part haben wir doch hier ein Pokémon gefangen gehabt. Einen Augenblick. Ja, doch. Nee, eben nicht. Diese Route ist neu. Oh, ich bin gerade voll verwirrt. Egal, wir fighten erstmal. Okay, ein Wanderer, Kollege. Didifast, du kannst immer noch keine keine Wasserattacke einsetzen, richtig? Richtig. Und nu? Ich lass mal Simsala liegen. Wobei, nee, ich lass Macholo liegen. Macholo ist ja ein Kampf-Pokémon. Heilen. Tränke. Gleich erstmal zwei Tränke vergeben. Noch ein Trank, gönn dir. Oh, vielleicht sollte ich mich doch um Rieke kurz kümmern. Plötzlich brauche ich's. Ja, warum nicht? Paraheiler. Nice. Nochmal zwei Tränke. Gönn dir, Rieke. Okidoki. We are ready to fight. Komm her, Wanderer. Komm her. Ich habe gerade den Kraterberg durchquert. Trotzdem habe ich noch Luft für einen Kampf. Ja, kein Problem. Ich bin dabei. Absolut kein Problem. Was für ein Item habe ich gerade gefunden? Ich habe das schon wieder vergessen. Ich habe es einfach aufgehoben. Einstein. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich doch mit Macholo kämpfe. Das würde Macholo auch gut tun. Macholo Level 23. Ja, es wird sich demnächst weiterentwickeln. Voll cool, Mann. Voll cool. Boostritt. Boostritt hat mich auf jeden Fall umgehauen. Bam, Junge. Robustheit ist diesmal nicht in der Haus. Sehr schön. Bam, 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 bam. Ach ja, Leute, habt ihr euch eigentlich in Pokémon Schwert und Schild Shiny Evoli klar gemacht? Ein, zwei Tage später, nachdem strahlender Diamant und leuchtende Perle erschienen sind, gab es die Möglichkeit, in Pokémon Schwert und Schild in den Dino Raids ein Shiny Evoli zu finden. Oh, das könnte ein bisschen böse werden. Ich hoffe, dass ich eine Psycho-Attacke aushalte. Habt ihr da
davon erstmal mitgekriegt. Und habt ihr schon einen Shiny Evoli? Geht das noch? Weil ich bin am überlegen, ob ich morgen auf Twitch Pokémon Schwert und Schild bisschen streamen sollte. 1-2 Stunden lang. Dino Raids. Ich hab's bis jetzt immer noch nicht hingekriegt, dass mich in den Dino Raids ein gigantisches Shiny Pokémon angreift. Das will ich aber auch nochmal erleben. Level 25. Läuft doch, Staravia. Das schien dich nicht sonderlich anzustrengen. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Ich sollte mal vielleicht die Pokémon, die ich in der PC-Box habe, auch mitnehmen. Also sprich, sie vorher trainieren und diese in den Nuzlocke-Challenges, also in den Parts jetzt, benutzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich seit mehreren Parts immer nur dieselben Pokémon benutzt habe. Ah, stimmt ja. Stimmt ja, ich kann ja auch von hier aus die Boxen öffnen. Hier, das sind die Pokémon, die wir haben. Die Nuzlocke-Challenge. Ja, oder? Ja, solange jedes Pokémon einen Spitznamen hat, sind das Pokémon für die Nuzlocke-Challenge. Okay, gut. Apador. Sehr schön. Wasser-Pokémon. Und so wie es aussieht, komme ich hier gerade nicht weiter. Hä? Muss ich irgendwie den Kraterberg ebenfalls durchqueren? Ach, man kann hier reinlaufen. Man kann hier reinlaufen. Ja, man kann hier reinlaufen. Das wusste ich nicht. Ich trage das ganze Jahr über Shorts. Ich habe jede Menge Energie. Ey, gut, dass ich hier vorbeigeschaut habe. Ich dachte, ich muss da einmal in die Höhle rein und irgendwie einen Ausgang finden. Und durch diesen Ausgang erreiche ich da diese Hängebrücke und den Wanderer. Nee, Mann, gut, dass ich mich umgeschaut habe. Ach ja, wir sind auf dem Weg nach Herzhoven. Sollte ich auch einmal erwähnt haben. Im letzten Part haben wir Lucius getroffen und von ihm haben wir das Itemradar bekommen. Stimmt, sollte ich auch mal gleich benutzen. Nice. Geht auf jeden Fall ordentlich ab. Ruxokeep, wieso keine Flugattacke? Bam, Junge. Gut gemacht, Macholo. Ja, Macholo ist voller Tatendrang. Habe ich überhaupt Sonderbonbons? Ich kann mich daran erinnern, dass ich neulich Sonderbonbons bekommen habe. War das in diesem Spiel? Ja. Pamflam. Wieso setze ich schon wieder Abschlag ein? Oh nein. Okay, gut. Ah. Wieso nicht gleich eine Kampfattacke, ne? Verhöhner. Passt. Passt. Der Blick von Lucia. Heftig. Sie ist so eine Siegerin. Hau rein, Pamflam. Nice. Level 24. Brüller? Nein, danke. Nein, nein. I don't need it. Bam, bam, badaba. Bidi, 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 bidi. Fußtritt. Bam, ey. Nice. Okay, also zwei Kämpfe gibt es hier noch. Eine Menge Energie allein reicht wohl nicht aus. Hm. Taktik, Technik, Strategie, ebenfalls wichtig. Dreh dich um, Mann. Nein. Hahaha, ha, ha, wer viel lacht, dem lacht auch das Glück zurück. Hm. Den Spruch merke ich mir. Nico! Sein Bauch sieht voll lustig aus. Das ist voll cool, der Charakter. Okay, weiter geht's. Fußtritt. Ja, die Standardattacken, aber jetzt kommen ja auch immer wieder dieselben Pokémon. Bambaram, 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 bambam. Ach ja, diese Melodie. Es fühlt sich gerade wirklich so an, wie als ob ich die vierte Gen zocken würde. Hat man schön 1:1 übernommen. Wurden die Melodien aber ein wenig überarbeitet? Ich habe bisher noch nicht so richtig drauf geachtet, weil ich die Kopfhörer während des Aufnehmens nicht immer vollständig aufhab. Oh, die Attacke ging daneben. Sehr schön, die Attacke ging daneben. Ah, jetzt könnte ich tatsächlich eine Kampfattacke einsetzen. Gift und Flug, ne? Oh, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Also, es hätte schon wehgetan, wenn ich Zubat damit nicht KO'd hätte. Wäre auch ziemlich peinlich und da. Level 24, was ist los, Macholo? Überwurf! Nein, danke. Herzi, Level 24.
Einstein. Level 16. Ich wusste gerade nicht, was ich erzählen soll. Komm, weiter geht's mit Fußtritt. Okay, nice. Bam 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 bam. Okay, nice. Das war das letzte Pokémon, glaube ich. Was befindet sich denn auf der anderen Seite, ey? Ich will die Hängebrücke so schnell es geht benutzen. Hahaha, ich muss lachen, ich kann nicht anders. Der ist motiviert. I like this. Hier ist ein Item. Kapselangriff plus Junge. Interessant. Warte mal, ist hier was Verstecktes? Oh mein Gott, hier ist wirklich was Verstecktes. Weil das sah so aus. Und nebenbei, ich dachte an das Itemradar. Sonderbonbon. Ich meine Itemradar. Boah, jetzt bin ich voll weg. Wo ist mein Itemradar? Hä? Irgendwas verstehe ich nicht. Willst du mich reinlegen? Ich habe doch ein Itemradar bekommen. Normal. Ich habe das doch jetzt im Pokédex sogar. Ein Augenblick, ey. Ja. Ich komme gerade auf die App nicht klar. Ja, und weiter. Was mache ich gerade falsch? Hallo, willst du mich reinlegen? Ich will die App benutzen. Na, endlich. Was war das denn, ey? Okay. Aha, das ist mein Itemradar. Aber hier werden gerade keine Items angezeigt. Ey, wie putzig. Die lassen das bei dieser App. Okay. Einen Augenblick, ich möchte mich nochmal umsehen. Aber nee, ich glaube, das würde man uns schon anzeigen. Boah, wie das Itemradar aussieht. Hallo! Da liegt noch ein Item. Auf! Lass uns keine Zeit verlieren. Boah, was ist denn hier los, ey? Und wir sind immer noch nicht in der Höhle. Ja, ich hoffe, dass der nächste Part dafür ausreichen wird. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass die vierte Gen ja ein ziemlich kompaktes Spiel ist. Also sprich, man hat viel zu tun und die Reise ist nicht kurz. Oder? So wirken die Spiele auf mich, also Diamant, Pearl und Platin. Mach hallo. Ja, Staravia, was geht, ey? Staravia, komm! Okay, jedes Pokémon ist auf Level 20. Also nicht unter Level 20. Ziemlich erfreulich. Ich habe immer noch nicht trainiert. Ich weiß, um ehrlich zu sein, auch nicht wozu im Moment. Weil, auch wenn ich nicht jedes Pokémon ständig einsetze, die bekommen ja ständig Erfahrungspunkte. Und da ich ja sowieso jeden Trainerkampf wahrnehme, profitieren ja die Pokebuddies im Team davon. Also sprich, ich trainiere sie schon indirekt. Hier, so wie jetzt. Mach Hollo! Wo ist halb Hollo? Ja, wieder Flügelschlag. Was will denn dieses Pokémon? Hahaha! Lalalalalalalala. Tschüssi! Man sieht sich im nächsten Fight. Du weißt Bescheid. Boah, das kann nicht sein. Lass uns nochmal kämpfen. Oh, richtig, meine Pokémon können nicht mehr. Die ist voll cool, ich mag sie. Die ist echt cool. Okay, da ist ein Item. Wieso kann ich das nicht einfach von hier aus nehmen? Aha! Ich muss weiter nach oben! Gut, das war's dann mit dem Spaß. Hau rein, Wanderer. Man sieht sich. Route 207. Kraterberg. Ach, das ist der Kraterberg. Gut. Dann schauen wir uns in diesem Jahr noch den Kraterberg an und im nächsten Jahr wird der Kraterberg richtig krass analysiert. Oh, ein wildes Pokémon. Gar nicht mehr daran gedacht. Too bad. Haben wir schon. Geh weiter. Das reicht. Abhauen. Sehr gut. So, nun, wo drückst du im Schuh? Mein Itemradar sagt noch nichts. Irgendwas passiert.
Weißt du, wie unsere Welt entstanden ist? Einer Theorie zufolge soll der Kraterberg der erste Ort sein, der sich in der Sinnoh-Region geformt hat. Damals war die Welt noch jung. Es gab keine Konflikte und so. Pokémon-Kämpfe und Konflikte sind etwas völlig Unterschiedliches. Wenn du ein richtiger Pokémon-Trainer sein willst, solltest du das niemals vergessen. Hast du mich verstanden? Allerdings ist der menschliche Geist schwach und daher bezweifle ich, dass du den Unterschied verstehst. Entschuldige mich. Ich mach dir Platz, kein Problem. Tschüss! Hey Lucia, wo ist deine Nase? Ich bin Krillins Schwester. Okay, alles klar. Ich kann nicht surfen. Ich kann aber Zertrümmerer einsetzen. Ich beschaffe mir Platz. Ich fühle mich voll alleine hier. Oh, ein Item, aber ich kann Surfer nicht einsetzen. Hä? Da kann man schon raus. Aber ich möchte noch ein Pokémon fangen und mich hier umsehen. Wow, ist okay. Ich muss schon richtig laufen, Lucia. Ich komme hier nicht weiter. Okay. Alles klar. Ein kleiner Stein. Oh, ich glaube, ich werde das gleich nach dem Part einmal prüfen, welche Pokémon man hier fangen kann. Nicht, dass man hier im Kraterberg, also hier in diesem Abschnitt, nur Kleinstein und Zubat fangen kann. Dann müssen wir uns hier nicht aufhalten. Haben wir ja schon. Ja, danke Zubat. Danke, dass du dich offenbart hast. Schön, dich zu sehen. Aber nein, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Da liegt ein Item und das regt mich voll auf. Ein Macholo! Dich gibt es hier auch? Macholo, Zubat, Kleinstein. Bam, dam, dam, dam. Bam. Los geht's hier. Ich hau ab. Easy going. Nee. Ich lass mich noch einmal angreifen. Komm, Pokémon. Komm. Ich bin hier. Komm. Wieso kommst du jetzt nicht? Jetzt? Noch eine Chance, oder? Das ist mein Dickkopf. Komm jetzt. Oh. Einstein, Zubat, Macholo. Den Kraterberg schauen wir uns ein anderes Mal an. Wobei, es gibt ja auch andere Bereiche, die man sich hier im Kraterberg, oder besser gesagt auf dem Kraterberg anschauen kann. Dann machen wir das so. Wir fangen später ein Pokémon. Route 208, Junge. Das sieht nach einem Kampf aus. Das sieht tatsächlich nach einem Kampf aus. Ich lass wieder Macholo liegen. So viele Wanderer. Frank, gönn dir. Machi. Bitteschön. So, jetzt wird gefightet. Gefightet. Ich wollte sagen gekämpft, aber dann habe ich gefight gesagt. Das geht nicht. Gefightet. Du bist doch nur ein Kind. Wie willst du einen erwachsenen Mann wie mich besiegen? Komm mal her, Mann. Komm mal her. Ich zeig dir das. Die anderen erwachsenen Männer, die wissen schon Bescheid. Mich sollte man nicht unterschätzen. Mein Gehirn ist aktiv. Ich bin aktiv. I'm learning every day. Learning from my mistakes. Und von deinen Fehlern. Ja, so ist das. Bambaram, bambaram, bambaram. Bye, bye. Einstein. Bye, bye. Kleinstein. Ich hab's besiegt, Mann. Weiter geht's. Was? Fast 20 Minuten schon? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt nicht so viel erreicht habe in diesem Part. Aber okay, das ist wiederum ein Part, in dem wir sehr viele Trainerkämpfe wahrgenommen haben. Vielleicht ist es auch gut so. Definitiv. Level 22. Jakob, was ist los bei dir? Sehr schön. Winfried. Ich bin ein Erwachsener und wurde von einem Kind besiegt. Kriegst dich darüber auf. Oder wundert sich darüber, als ob das was Schlimmes wäre. Oh, hier ist voll viel zu tun, Mann. Lass mich in Ruhe. Hier ist ein Item. Kapsel X Initiative. Okay, ja genau, hier steht schon. Diese Felswand ist sehr uneben. Ob man sie mit Hilfe einer VM-Attacke wohl erklimmen kann? Ja, Kraxler.
Axla und da oben ist schon ein Wanderer. Der muss ziemlich stark sein. Der muss bestimmt stark sein. Ja gut, Leute. Hier gibt es einen Trainer, der bestimmt gegen Lucia kämpfen möchte. Da das nach einem Kampftrainer aussieht, würde ich vorschlagen, dass wir Simsa da liegen lassen. Und um diesen Kollegen kümmern wir uns dann auch im nächsten Part. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Parts wiedersehen. Macht es gut und tschüssi.